in unseren Galerieräumen in Düsseldorf und ich nehme diese Ausstellung zum Anlass, ein wenig über das Leben meines Vaters und meiner Eltern zu erzählen. Wir feiern dieses Jahr den 101. und dann zur Finissage den 102. Geburtstag von Herbert Beck, der also 1920 in Leipzig geboren wurde. Und ich habe hier eine Ausstellung konzipiert, wo ich verschiedene Aspekte aus seinem sehr unterschiedlichen Werk einmal vorstellen wollte. Es geht mir auch darum, ein bisschen über sein spannendes Leben zu erzählen. Er ist als schon sehr privilegierter Junge, Einzelkind von einem Juwelier, seiner ihn sehr verwöhnten Mutter aufgewachsen, eben in Leipzig. Und es war immer in der Familie eine Spannung, schon zwischen Eltern, nämlich meine Großmutter, eine blühende Verehrerin der Nationalsozialisten, die meinen Vater ganz schnell eben in eine kleine Uniform gesteckt hat bei der Hitlerjugend und das auch finanziell gefördert hat, sodass er eine große Trommel haben konnte und vorne wegmarschieren durfte. Und dann auf der anderen Seite mein Großvater, der eben ganz gegen das Regime war. Und diese Spannung war also zwischen den Eltern. Und mein Vater war da also mittendrin zum einen und zum anderen eben auch, dass der Vater sehr geschäftsmäßig ausgerichtet war. Er war der bedeutendste Juwelier in Leipzig mit mehreren Filialen. Und das Geschäft war das Ein und Alles für ihn. Und mein Vater, der überhaupt nicht daran interessiert war, sondern eben von früh an musizierte, von früh an zeichnete, aquarellierte, dichtete, also immer versuchte da auszubüchsen aus dieser Geschäftsmäßigkeit, aber irgendwie natürlich nicht rauskam. Sein Leben ein bisschen zu erzählen. 1920, dieser Jahrgang war ja dann 19 Jahre, als der Krieg begann. Und das waren eben sozusagen wirklich ausgebildete, durch die Hitlerjugend ausgebildete Soldaten. Und da ist mein Vater Gott sei Dank rausgeflogen, weil er bei einem Ausflug auf die Wartburg nicht mit den Kameraden an der Gulaschkanone gegessen hat, sondern ins Lokal gegangen ist und dort vermeintlich ein Schnitzel, es waren nur Wiener Würstchen, gegessen hatte. Und es kam aber so schlecht bei den Kameraden an, vor allem bei den Führern, dass man ihn also entehrt hatte und rausgeschmissen hatte. Und mein Vater heilfroh war, weil es ihm dort sowieso nicht gut gefallen hat. Und als dann der Krieg anfing, 1939, er als 19-Jähriger, natürlich schnell eingezogen. Und dann hat mein Großvater, seine schützende Hände über ihn gehalten mit eben guten Verbindungen. Und da mein Vater musisch war, aber er spielte eben Klavier und das Klavier ist im Felde nicht zu gebrauchen, musste er in kürzester Zeit Klarinette lernen, was ihm aber gelang, sodass er zum Musikkorps kam und dann wirklich eben 4 Jahre Russlandfeldzug mitgemacht hat, natürlich zu vielen Beerdigungen gespielt und aber dieses ganzen Schrecken mitbekommen. Und das erzähle ich ganz bewusst, diese Schrecken, weil die sich dann später in seinem Werk auch widerspiegeln. Dann kam 1945 das Ende des Kriegs. Wir sprechen 1945 Leipzig. Zuerst waren die Amerikaner da, die dann eine Zone in Berlin gegen Sachsen tauschten und dann kamen die Russen. Und im Zuge all dessen sind meine Eltern 1947 dann aus Leipzig weggegangen, geflohen. Mein Vater war dann politischer Flüchtling, hatte den politischen Flüchtlingsausweis und konnte dann ausgeflogen werden über Berlin mit meiner Mutter, die damals seine Verlobte war. Und die Familie hat sich dann überlegt, wohin. Es gab keine anderen Verwandten. Und dann sind sie eben auf Tegernsee gekommen, weil sie dort immer den Urlaub verbrachten. Und deswegen heißt auch diese Ausstellung
Herbert Beck zum 100. Geburtstag und es war mein Glück. Nämlich, es kam immer wieder vor, dass vermeintliche Unglücke, Schicksale, Rückschläge sich dann verwandelt haben, letztendlich nach Jahren in eine sehr glückliche Situation und sozusagen hier die Aufgabe der Heimat, die Aufgabe der Freunde, die zurückblieben und vor allen Dingen für meinen Großvater das Geschäft, war natürlich zuerst ein Schicksalsschlag und schwer zu verkraften, aber letztendlich hat es sich vor allen Dingen bei meinen Eltern eben als großes Glück entlarvt. Mein Vater hat eben diese Situation benutzt, seinen Lebenstraum zu verwirklichen und seinem Vater eben zu eröffnen, dass er seine Passion verwirklichen möchte und Maler wird. War mein Großvater natürlich vollkommen perplex, weil das muss man sich mal vorstellen, 1947, wo jeder ums Überleben irgendwie kämpfte und versucht hat, mit den Situationen, die sich ja jeden Tag wandelten, zurechtzukommen, entscheidet sich mein Vater dazu, eben ein total brotloses Dasein zu führen und sich der Malerei zu widmen. Mein Großvater war aber immerhin so verständnisvoll, dass er meinem Vater ein ganz kleines Häuschen in Tegernsee kaufte, sodass er wenigstens mit seiner Frau ein Dach über dem Kopf hatte. Und mein Vater verdiente zuerst sein Geld eben mit seiner Musik, weil er konnte wunderbar die Ziehharmonika spielen und hat dann in den Bars für die GIs gespielt und damit Geld verdient. Und dann wurde das kleine Häuschen noch unterteilt und es gab eben Sommer- und Wintergäste, die meine Mutter dann beherbergte. Und so konnte sich die Familie die ersten Jahre eben über Wasser halten, ohne eben einem sozusagen kommerziellen Geschäft nachzugehen. Und mein Vater, der eben sehr, sehr begabt war und natürlich schon eine Vorbildung in der Malerei hatte, er war auch in Zeichenklassen in Leipzig, weil ihn das immer interessierte, hatte sehr schnell einen Stil entwickelt und es gab in Rottach-Egern eine große, große Sammlerin, das war die Frau Gadesmann. Und die Frau Gadesmann hatte meinen Vater entdeckt und hatte ihn dann immer eingeladen zu solchen Salons. Man traf sich wöchentlich und sprach über Kunst. Und bei Frau Gadesmann hing ein Cézanne, ein Flamenc, ein De Pisis, ein Beckmann, also die großen Namen und tolle Bilder. Und in diesen Rahmen wurde eben über Kunst diskutiert. Und die Kunsthändlerin von Frau Gadesmann, die diese Bilder ihr verkauft hatte, das war die berühmte Hanna Becker vom Rat, vom Frankfurter Kunstkabinett, einer der führenden Galerien damals. Und die wurde sozusagen dann von Frau Gadesmann gezwungen, ins Atelier zu gehen und sich die Bilder des jungen Herbert Becks anzuschauen. Glücklicherweise fand sie die ganz wunderbar und interessant und hat meinen Vater dann in ihr Programm aufgenommen, was bedeutete, dass mein Vater sozusagen einen Senkrechtstart hatte und dann wirklich bei einer tollen Avantgarde-Galerie in Frankfurt vertreten war, die sie dann auch mitnahm auf Ausstellungen bis in dem Prado nach Madrid und Norrköpingen in Schweden und es natürlich dann andere Verbindungen gab und mein Vater sich sehr schnell etablieren konnte bei der Galerie Utermann in Dortmund oder eben auch bei der sehr, sehr berühmten Galerie Kometa in Hamburg. Und da ist eben etwas passiert, was für meinen Vater sehr, sehr nachhaltig war. Als er seine Einzelausstellung 1952 hatte, kam Emil Nolde in die Galerie mit einer Mappe marschiert. Mein Vater nahm seinen ganzen Mut zusammen als 32-Jähriger damals und sprach Emil Nolde an, der ja nicht sehr zugänglich war. Er war auch unter den Expressionisten ein Einzelgänger
und war damals dann auch schon ein sehr alter Mann. Aber es ergab sich ein Gespräch und er nahm sich ein bisschen dem jungen Künstler an, der sich eben für seine Malerei interessierte und erzählte, wie er technisch die Aquarelle malt. Mein Vater eben sehr interessiert, das alles aufgesogen und aufgenommen. Und als er dann nach Tegernsee kam, hat ihn das so fasziniert, dass er eben auf den Spuren von Nolde anfing zu experimentieren und sich sehr der Aquarellmalerei widmete. Und wenn wir heute auf das Werk zurücksehen, dann passierte eben 1952 in diesem Jahr ein Sprung von diesen sehr, sehr dunklen und sehr inhaltlich vom Krieg geprägten Ölbildern, wie zum Beispiel dieses Bild, das eben hinter mir hängt, das in den Jahren auch entstanden ist, Selbstbildnis mit Atompilz. Es gibt dann noch ein Bild Auschwitz, es gibt das, die Giftgasfabrik und solche Themen, das waren die Themen, die ihn vor allen Dingen interessierten und beschäftigten, gab es sozusagen so einen Befreiungsschlag und es kam plötzlich die Farbe und auch etwas Positives, der Blick auf die Schöpfung hinzu. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Moment in dem Leben meines Vaters, der ihn nämlich dann dahin brachte, dass er eben einen Stil entwickelte, der heute auch so gesehen wird, dass wenn es jemanden gibt, der Noldes Malerei und Technik weiterentwickelt hat, dann ist es mein Vater Herbert Beck. Und es gab auch vor 5 Jahren eine Ausstellung im Gulbrandsen Museum in Tegernsee, die ich konzipiert habe mit dem Titel Beck trifft Nolde und wo man eben wirklich mal Seite an Seite sehen konnte, wo die Gemeinsamkeiten sind und wo dann Beck seinen eigenen Weg gegangen ist. Ich habe hier auch ein Foto von 1958 zum 85. Geburtstag von Olaf Gulbrandsen. Da sieht man meinen Vater, der zusammen mit dem anderen Künstler Sepp Mohr die Ausstellung zum 85. Geburtstag von Olaf Gulbrandsen konzipiert hat. Und man sieht ihn dort, wie er dort die Eröffnungsrede hält. Also da gab es auch diese Verbindung zu dem großen, großen Olaf Gulbrandsen, die aber nicht so nachhaltig war. Mein Vater war auch ein sehr begabter und genialer Zeichner, aber letztendlich gehört er auf jeden Fall zu den Koloristen und nicht zu den Schwarz-Weiß-Künstlern, die reduziert arbeiteten. Für mich ist das sehr originell, jetzt hier so zu sitzen, weil wir versucht haben, diese Ateliersituation nachzustellen. Also ich sitze sozusagen auf dem Malstuhl meines Vaters und hinter mir ist der Maltisch, an dem die Aquarelle entstanden sind. Wir haben ja auch die Staffelei aufgebaut, wo er bis 1985 Ölbilder gemalt hat. Und wir sehen hinter mir seinen Blick aus dem Atelier, dieser einzigartige Blick auf den Tegernsee. Wobei ich da gleich sagen muss, mein Vater hat nie vor der Natur gemalt, sich inspirieren lassen, aber das Ganze dann umgesetzt in eine eigene Kunstsprache und nie das gemalt, was er gesehen hat, sondern das gemalt, was er aussagen wollte. Im Werk meines Vaters gibt es eben ganz verschiedene Werkgruppen, also es gibt durchaus eine Entwicklung, wie zum Beispiel die eigenen Welten oder die meditativen Landschaften oder ganz zum Schluss The Faces of the World, und es gibt die Miniaturen, die eine ganz eigene Werkgruppe bei Beck sind. Und diese Miniaturen sind genau hier entstanden, an diesem kleinen Maltisch. Und ich erkläre kurz mal, was dahinter steckt. Es sind natürlich, wie der Begriff es schon sagt, Miniaturen, also kleine Aquarelle. Wir sehen hier zum Beispiel eins.
die unwahrscheinlich spontan und emotional extrem gefüllt sind mit Farbe und Komposition. Und das kommt daher, dass sie eben nicht gewollt, bewusst gemalt sind, sondern aus einem Zufallsmoment entstehen. Und zwar hat mein Vater solche großen Restpapiere genommen, das ist von beiden Seiten, unbewusst bemalt, als er nämlich seine Pinsel abgestrichen hat, also solche Pinsel, mit denen er die großen Aquarelle gemalt hat und dann einfach die Farbe abgestrichen hat, hier so ganz unbewusst, und sich das dann angeguckt hat und Teile rausgeschnitten hat. Und dann eben sind diese wunderbaren kleinen Aquarelle entstanden, voller Esprit und voller Kraft.